Noch ist die Winterpause nicht gekommen, sind die Bayern gedanklich schon wieder im Sommer. Der bayerische Kader bedarf früher Planung. So früh, dass sich schon jetzt einige mögliche Sommerzu- und Abgänge abzeichnen. Im Falle David Alaba wollten und wollen die Bayern ein Exempel statuieren. Der Österreicher wollte einem neuen Vertrag die Wertschätzung des Vereins entnehmen, die Münchner aber nicht so viel bezahlen. Alabas Vertrag läuft nun aus, ein neues Angebot liegt dem Abwehrchef nicht vor. Die Zeichen stehen auf Trennung. Auch Jerome Boateng und Javi Martinez werden den deutschen Rekordmeister wohl verlassen. Im Sommer laufen beide Verträge aus. Martinez möchte gerne nach Bilbao zurück. Mit Boateng wollen sich die Bayern im kommenden Jahr noch einmal zusammensetzen. Vieles deutet jedoch auf einen Abschied hin. Youngster Angelo Stiller schließt sich nach Sport1-Informationen im Sommer Hoffenheim an. Und Joshua Zirkzee könnte schon im Winter verliehen werden, mit möglicher Option langfristig zu wechseln. Douglas Costa ist nur von Juventus Turin geliehen. Noch konnte er in seiner zweiten Amtszeit in München nicht wirklich überzeugen. Ein Verbleib liegt aber in seinen eigenen Händen bzw. Füßen. Einen feinen rechten Fuß besitzt Florian Neuhaus. So fein, dass er auf der Liste der Bayern weit oben stehen soll. Der neue Nationalspieler hat aber einen langfristigen Vertrag in Gladbach und keine Ausstiegsklausel. Bei einem Marktwert von 28 Millionen Euro kein Schnäppchen. Um die Problemzone im Zentrum doch auffüllen zu können, befindet sich auch Neuhaus-Teamkollege Dennis Zakaria auf der bayerischen Liste. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft 2022 aus. Preislich könnte der Schweizer dann rund um seinen 40 Millionen Euro Marktwert verpflichtet werden, würde ihn nicht die halbe Premier League jagen. Viele Optionen, gesteigerte Ablösesumme. Gleiches Prinzip gilt auch bei Dayot Upamecano. Der Leipziger Abwehrbulle ist nicht nur auf Bayerns Liste. Liverpool, Manchester United und Arsenal sind ebenfalls sehr interessiert. Unter 50 Millionen Euro wird man Upamecano aber nicht aus Leipzig loseisen können. Noch teurer wäre Eduardo Camavinga. Hartnäckig halten sich die Gerüchte am bayerischen Interesse. Doch Wunderkind Camavinga scheint selbst Real Madrid den Bayern vorzuziehen. Mit Zidane an der Seitenlinie scheint den Königlichen eine Verpflichtung des französischen Megatalents so gut wie sicher. Dauerrivale Barcelona schnappte im Sommer 2019 der kompletten Fußball-Elite Frenkie de Jong weg. Doch wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, haben die damals ebenfalls sehr interessierten Münchner den Mittelfeldspieler nie aus den Augen verloren. Demnach befinden sich die Verantwortlichen des FCB im stetigen Austausch mit de Jongs Berater. Chancen dürften sich die Bayern deshalb ausrechnen, weil der klamme FC Barcelona dringend Geld benötigt. Als Ablöse bringt die Zeitung den Einkaufspreis ins Spiel, den Barca damals für den heute 23-Jährigen gezahlt hatte. 86 Millionen Euro gingen inklusive Bonuszahlungen an Ajax Amsterdam und dann im Sommer von München vielleicht nach Barcelona. Finanziell wären auch aufgrund der Abgänge zwei neue Hochkaräter möglich. Alles auch eine Frage der rechtzeitigen Planung. Um für die heiße Transferphase im Sommer gewappnet zu sein, starten die Bayern diese Planungen eben schon im kalten Winter.